Größtenteils negativ ist das vernichtende Urteil der Spieler auf Steam zur Open Beta des neuen Doom. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, da ich selbst große Freude daran hatte. Ich bin Michi und in diesem Video möchte ich rausfinden, woher diese Enttäuschung kommt. Und dazu Kommentare auf Steam durchschauen, die Bewertung auf Xbox Live und dem PSN vergleichen und unsere Community-Umfrage auf GameStar.de heranziehen. Auf Steam können sich viele PC-Spieler gar nicht mit dem Spielgefühl anfreunden und stören sich an vielen der Neuerungen. Hier kommen die am häufigsten genannten Ärgernisse und da steht ganz oben auf der Liste das Loadout-System. Die auffälligste Neuerung beim neuen Doom ist, dass die Spieler jetzt ein Loadout wählen und damit mit zwei voreingestellten Waffen ins Match starten. Im Level selbst sind nur noch Superwaffen wie die Kettensäge, das Gauss-Gewehr und die BFG zu finden. In den vorherigen Dooms, wie hier in Doom 3 BFG, lagen deutlich mehr Bonuswaffen im Level und die Spieler hatten alle die gleiche Startausrüstung. Viele Spieler kritisieren, dass damit keine fairen Ausgangsbedingungen bestehen und zudem die Abwechslung leidet. Für viele ist dieses System auch ein Zeichen dafür, dass man das neue Doom vereinfacht hat und es sich deshalb nicht mehr an Hardcore-Spieler richtet. Fast genauso häufig wird auf Steam das Bewegungstempo als Ärgernis genannt. Bei unserer GameStar-Umfrage landet die Geschwindigkeit sogar auf Platz 1. Vor allem im Vergleich mit Doom 1 und 2 fällt auf, dass sich die Figuren im neuen Doom deutlich behäbiger bewegen und auch im Vergleich mit Quake Live wirkt Doom gemütlicher, weil es in Doom den aus Quake bekannten Rocket Jump nicht gibt. Damit ist Doom für viele Spieler nicht die erhoffte Arena-Shooter-Renaissance, sondern bietet sich eher dem Massenmarkt an. Denn das wird auch sehr häufig genannt, das neue Doom fühle sich an wie Call of Duty oder Halo. Vielen PC-Spielern ist das Spiel zu sehr auf Gamepads ausgelegt, weshalb sie sich stark an die vor allem auf Konsolen erfolgreichen Serien erinnert fühlen. Doch nicht nur die Steuerung, sondern auch ein anderes neues System soll sich Doom von Call of Duty abgeschaut haben. Denn auch für das Rangsystem können sich nur wenige der Steam-Kritiker erwärmen. So sehen viele das Aufleveln nur als Feigenblatt, um vom enttäuschenden Kern abzulenken. Zudem ärgert man sich darüber, dass einige Waffen und Loadouts erst über Levelaufstiege freigespielt werden müssen. Die Chancengleichheit früherer Dooms sei damit dahin. In unserer Community-Umfrage auf GameStar.de hat der Großteil der befragten Spieler deshalb schon recht früh die Superschrotflinte ins Korn geschmissen. 23% haben weniger als eine Stunde gespielt, 43% haben nach 5 Stunden genug gesehen. Die Mehrheit von 30% wollen aber trotzdem noch Tests vor dem Kauf abwarten, 25% haben nach der Beta aber kein Interesse mehr am Kauf. Mit 22% fand übrigens der Großteil der Befragten die Beta schlecht. 82% unserer Umfrageteilnehmer haben Doom auf dem PC gespielt. Auf der Konsole sieht das Feedback zur Beta nämlich deutlich besser aus. Im deutschen PlayStation Store waren es während der Beta über 8000 Votings mit einem perfekten Durchschnittswert von 5 von 5 Sternen. Im US-amerikanischen PlayStation Store sind es sogar über 10.500 Bewertungen. Auf der Xbox One schafft die Beta auch gute 4,5 von 5 Sternen bei über 2400 Bewertungen. Der Eindruck deckt sich mit unserer eigenen Umfrage, nach der die Mehrheit der Xbox One und PS4 Spieler mit 22% die Beta gut fanden. Es wird also spannend, ob die Beta Doom am Ende mehr geschadet als genutzt hat. Denn selbst wenn die Spieler vorab den Multiplayer-Part ausprobieren konnten, sagt der ja noch nichts über die Qualität der Singleplayer-Kampagne aus. Die ist für 33% der GameStar-Umfrageteilnehmer nämlich genauso wichtig wie der Multiplayer, für 31% ist der Solo-Modus aber klar die Hauptsache. Spätestens im GameStar-Test zum Release wird sich dann also klären, ob das noch Doom ist.